Vereidigt in Buchenwald. Das bedeutet für die Waffenträger der Arbeiter- und Bauernmacht Überlieferung und Auftrag. Ich schwöre, an der Seite der Sowjetarmee und der Armeen der mit uns verbündeten sozialistischen Länder, als Soldat der Nationalen Volksarmee, jederzeit bereit zu sein, den Sozialismus gegen alle Feinde zu verteidigen und mein Leben zur Erringung des Sieges einzusetzen. Von 1937 bis 1945 litten hier über 250.000 Menschen fast aller Nationen Europas. Sie wurden gepeinigt, gefoltert, über 56.000 ermordet. Nach ihrer bewaffneten Selbstbefreiung versicherten die Überlebenden: Die Vernichtung des Nazismus mit seinen Wurzeln ist unsere Losung. Der Aufbau einer neuen Welt des Friedens und der Freiheit ist unser Ziel. Dieser Buchenwald-Schwur ist in der Deutschen Demokratischen Republik lebendige Wirklichkeit geworden. Er wird Wirklichkeit bleiben. Dafür Ihr Bekenntnis vor der Truppenfahne, vor den Eltern, den Frauen und Bräuten. Sie sehen Ihren Waffendienst als aktiven Friedensdienst. Noch tut er Not. Übungsturns auf See gehören zum Ausbildungsalltag unserer Volksmarine. Diesmal steht ein Höhepunkt bevor. Schon seit langem haben sich die Besatzungen dieser Raketenschnellboote darauf vorbereitet. Heute gilt es: Schießen mit scharfem Schuss.
Stunden vor dem Auslaufen. Letzte Vorbereitungen. Gefechtskurs. Das Ziel ist aufgefasst. GS-18 gefechtsmäßig besetzt. GS-8 gefechtsmäßig besetzt. Unser Oberleutnant, alle Gefechtsstationen gefechtsmäßig besetzt. Alle Gefechtsstationen gefechtsmäßig besetzt. Habe jetzt an alle GS-Uhrenvergleich. In 5 Sekunden 13.20 Uhr. 5, 4, 3, 2, 1, 0! 13.20 Uhr. HWS, aber richtig. Arkona 1 bis 4, hier Berg, Raketenangriff. Raketenangriff! Fahrstandwechsel durchführen! Arkona 1 bis 4, hier Berg. Gehe auf Gefechtskurs. Ausführung. Ruder steuert 15. Auf Gefechtskurs gehen. Arkona 1 bis 4. Hier Berg. Raketen. Start. Gute Schießergebnisse, ein Ausdruck hohen Ausbildungsstandes. Modern ausgerüstet, kampfstark und gefechtsbereit, leistet unsere Volksmarine gemeinsam mit der baltischen Rotbannerflotte und der polnischen Seekriegsflotte ihren Beitrag zur Sicherung des Friedens im Ostseeraum. Musik. 1710 wird in Berlin ein Pesthaus errichtet. Jahre später erweitert zu einem Lazarett und Hospital. 1727 Friedrich Wilhelm I., König von Preußen, vermerkt handschriftlich, es soll das Haus heißen, die Charité. In ihrer über 270-jährigen Geschichte entwickelte sich die Charité zum führenden Zentrum der Medizin im deutschsprachigen Raum. Weltberühmte Gelehrte wie Robert Koch und Rudolf Virchow wirkten hier. Die Charité heute, das Universitätsklinikum der Humboldt-Universität Berlin. Ein leistungsfähiges Zentrum der Forschung, Lehre und ärztlichen Hilfe. Seit einiger Zeit ist hier Bauplatz. Während Krankenhaus und Lehrbetrieb weitergehen, wird neu gebaut und rekonstruiert. Fällt etwas auf, das so ungewöhnlich nicht ist, wie es auf den ersten Blick scheint. Arbeiter in Uniform. Gemeinsam mit Werktätigen aus der gesamten Republik sind sie beim Bau des modernsten medizinischen Zentrums der DDR dabei.
Das Wohl des Menschen steht in unserem sozialistischen Staat an erster Stelle. Über aufwendige Behandlungen und komplizierteste Operationen entscheidet nicht der Geldbeutel des Einzelnen, sondern ausschließlich die medizinische Notwendigkeit. Statt jährlich 13.000 Operationen können im neuen Klinikum mit seinen 24 Operationsräumen künftig 18.000 Operationen durchgeführt werden. Auch besser und effektiver erfüllt werden kann der Lehr- und Forschungsauftrag. In der DDR kommen auf ca. 480 Einwohner im Durchschnitt ein Arzt. Von den insgesamt 45.000 Hochschulkadern verschiedener medizinischer Fachgebiete, die unsere Bevölkerung betreuen, studierte ein großer Teil hier, an der Charité. Pioniere unserer nationalen Volksarmee im Einsatz. Soldaten, die schaffen und schützen. Das neue Klinikum ist seiner Bestimmung übergeben. Doch um das Anliegen der Bauleute und der Werktätigen des Gesundheitswesens zu erfüllen, braucht es den Frieden. Diesen Frieden zu sichern, ist das Wichtigste. Im modernen Militärwesen vollziehen sich ständig Umwälzungen nach den neuesten militärwissenschaftlichen Erkenntnissen. In den Landstreitkräften unserer nationalen Volksarmee bewirkte die Entwicklung der Truppenluftabwehr zu einer selbstständigen Waffengattung eine qualitative Erhöhung der Verteidigungsbereitschaft. Die wichtigste Stütze dieses Schutzschirmes der Truppen sind ihre verschiedenen FLA-Raketenkomplexe. Diese FLA-Raketen sind nur ein Typ. Im bewaffneten Kampf entscheidet nicht allein die Waffe, sondern der Soldat, der sie einsetzt und ihre Stärken nutzt. Außerhalb dieser Startrampen sind es nur wenige Handgriffe, doch jeder muss sitzen. Bei der Abwehr schnell fliegender Ziele kommt es auf Sekunden an.
Moderne Kampftechnik, komplizierte und wirksame Waffensysteme verlangen den ganzen Mann. Höhere Anforderungen an die Streitkräfte sind zuallererst höhere Anforderungen an jeden Armeeangehörigen. Nur Übung macht den Meister, sagt ein Sprichwort. Das heißt, Grundlage aller Erfolge ist ständiges Training. Wieder Stellungswechsel. Alles Üben, alles Mühen und perfekte Beherrschung der Technik dienen einem Ziel: Treffen mit jeder Rakete. Jederzeit muss die Truppe vor Luftangriffen geschützt sein. In der Verteidigungsbereitschaft gibt es keine Pausen. Über 1000 Jahre ist sie alt. Mittelalterliche Bauten prägen ihre Silhouette. Doch es gibt mehr. Flugzeuge am Himmel gehören zu Bautzen. Die Sorben, eine nationale Minderheit, leben hier. Und auch sie gehören zur Stadt. Offizierschülern unserer Luftstreitkräfte ist Bautzen für die Jahre ihrer Ausbildung eine zweite Heimat. Da will man manches, das aus dem Cockpit eines Strahltrainers kaum zu überblicken ist, genauer kennenlernen.
Seit dem 16. Jahrhundert ist Bautzen eine traditionsreiche Stätte der deutschen Orgelbaukunst. Diese Königin der Instrumente, wie die Orgel genannt wird, ist für Uljanowsk, der Geburtsstadt Lenins, bestimmt. Instrumente aus diesem Betrieb des handwerklichen Orgelbaus haben Weltruf. Genauso die Produkte aus dem größten und wichtigsten Industriebetrieb der Stadt. Der volkseigene Betrieb Waggonbau ist der modernste Reisezugwagenhersteller des RGW. Technik und moderne Maschinen, welchen jungen Mann interessiert das nicht? Tausend Fragen gibt es, zumal man selbst mit Technik zu tun hat und eines Tages Diplom-Ingenieur ist. Das Ziel der Offiziersschüler heißt Militärflieger und Leutnant. Nach 4 Jahren Hochschulstudium soll es geschafft sein. Ein großes Kollektiv hilft. Jeder Start, jeder Flug, jede Landung fordern äußerste Konzentration. Das Flugzeug beherrschen, seine Gefechtsmöglichkeiten ausschöpfen, verlangt fliegerische Meisterschaft und hohes theoretisches Wissen. Der erste Flug ohne Lehrer. Sein größtes Erlebnis. Doch um das Berufsziel zu erreichen, heißt es weiter lernen und eisern trainieren. Treu und fest. Stark im Charakter und siegesbewusst im Handeln. So und nur so werden wir unsere revolutionären Pflichten erfüllen, schrieb Ernst Tillmann an einen Kerkergenossen.
Der Führer der deutschen Arbeiterklasse war bis kurz vor seiner Ermordung im Konzentrationslager Buchenwald in Bautzen inhaftiert. Sein Kampf findet in der Deutschen Demokratischen Republik Erfüllung. Die zukünftigen Offiziere unserer nationalen Volksarmee erfüllen sein Vermächtnis.